Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kamazin Purpur. In dieser Folge wollen wir den richtigen Big Boss besiegen. Der wartet am Sportplatz auf uns, aber keine Ahnung, wo der Sportplatz ist. Müssen wir rein? Ich denke mal schon. Ja, glaube ich auch. Was wolltest du sagen? Also ich glaube, dass wir da rein müssen. Ja, shit, wo ist das hier denn? Scheiße. Gab's denn nicht eine Karte von dem Schulgelände mal? Keine Ahnung. Hintenrum vielleicht. Wo möchtest du hingehen? Sportplatz. Okay, es geht mir Imagine, so viel jetzt ist es Tag. Wo wir noch nicht angeschaut haben in der Akademie, ne? Er hat schon die Cutscene geworfen. Same. Warst du sie oder? Nee, ich glaube, das warst du. Kind. Achso, sie. Nee, sie war, glaube ich. Ja, okay. Dann warst du sie. Kind. Oh, wow. Wer bist du? Du bist hier. Oh, nein. Das habe ich nicht erwartet. Mann, scheiße, falschen Moment Screenshot gemacht. Ha, das muss ein ziemlicher Schock für dich sein. Nö. Big Boss und Cassiopeia. Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurzen Prozess mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust. Da du EP gebraucht hast und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den idealen Anreiz für dich, Teil von Operation Stardust zu werden. Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Ja. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musst du nur noch mich besiegen. Alles, was du bis hierher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und ich will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu ergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ich will ganz kurz nachschauen, was sie für Viecher hat. Yo, sorry. Ach, das bist du. Du warst Label. Das kannst du später machen, Digi. Du musst dich das auch machen. Ich danke dir. Jo, sorry für die Verspätung. Schreiben für Signora Quendella hat mir, die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme, bist du das, Label? Du bist also wirklich bist du das, Cassiopeia? Höchstpersönlich, ich habe eine Bitte an dich, Label. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Oh, okay. Verstanden. Kannst auch gleich mitten im Kampf nachgucken, was sie für Typen haben. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Schon wieder falscher Moment. So, Thumbnail-Bilder sind gemacht. Sehr funny. Nachtara. Die hat alle. Ja. Nachtara, Blitze. Kampfkäfer, Fee. Nachtara, war das nur Unlicht oder? Muss. Bleib erstmal drin, ne? Kampfwehr, effektiv, Käfer. Gerade alles gesagt und fair. Oh lol, sie ist aber auch sehr effektiv auf mich. Und natürlich ist es Critical. Aber sie ist nicht auf Kampf effektiv. Ich glaube, ich gehe auf Mr. Krabs Kampf Eis.
Okay. Flammenwurf. Komm, Crit, Crit. Oder auch so. Aquana. Oh fuck, jetzt habe ich ihn verdrückt. Was ist dein Lieblings-Evoli? Digga, was mach, warum kann die denn so oft den dann angreifen? Was hat die denn eingesetzt? Und jetzt. Fertig. Fuck you. Boah, ich bin eigentlich ein Fan von Nachtaure. Das müsste voll zu mir passen. Ich bin Fan von dem, was vor mir steht. Ich sehe gar nicht, was vor dir steht. Aquana. Aber Aquana ist halt auch cool. Hab ich jetzt richtig gelesen? Setzt die Flamara ein. Das ist wahrscheinlich, weil du Eismon vor dir hast. Jetzt nicht mehr. Flamara, okay. Natürlich verfehlst du, Alter. Macht trotzdem guten Damage dafür, dass es eigentlich nicht. Und mein Angriff sinkt. Am meisten, was ich überhaupt nicht mag, ist Flamara. Nächster One-Hit. Finde ich irgendwie total langweilig. Schon irgendwie. Blitz. Was ist sehr effektiv auf Blitz? Boden. Blitzer. Dann kommt jetzt. Pampurus. Warte mal. Elektro auf Gestein, okay. Ich muss auf Monte Carlo. Ruckzucki. Nächster One-Hit. Junge, ich mach hier clean house, Alter. Morgengrauen. Was ist Morgengrauen? Musst du gucken. Die füllt KP des Anwenders auf, die Menge hängt vom Wetter ab. Ach, dann werde Morgengrauen ist wahrscheinlich mehr. Brauche ich nicht. Aquana. Jetzt zurück auf meinen Starter. Verfehlt. Komm nochmal. Donner. Ja, Donner trifft natürlich. Dann fehlt nur noch Ulipurba und Felinara. Und jedes ihrer Viecher kann irgendwie cooler Augen. Ja, perfekt. Ah, das ist ein Two-Hit, okay. Ulipurba. Gaufee ist gifteffektiv und Stahl. Ach, Gift ist auch viel effektiv, dann kann ich ja mit Ziegen drin bleiben mit Eisenfolter. Gift und Stahl habe ich beides nicht. Ich sehe aber hier, dass man nochmal gegen die kämpfen kann. Rematch? Im großen Akademieturnier. Okay. Ja, das Turnier kommt dann auch noch bei uns. Bleib auf Monte Carlo. Da hat sie dieselben Viecher bloß aufgelevelt nochmal. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Warte, ich bin noch nicht so weit. Das ist einer der Sätze, den wir sie zwischendrin einfach reinholt. Achso. Ach, Fulipurba war vor mir. Ich hab gerade an Dings gedacht. Nimm die Form deiner Träume an. Felinara, ich hab die gerade voll verwechselt. Von den Namen her, weil die beide mit F anfangen. Okay, ist auch Fee. Tja, natürlich wäre schon lustig. Naja, Schlammbrot sogar. Ja. Ja, ich muss auffallen. Oh Gott,
Das macht um einiges weniger, als ich dachte. Spukball. Sie macht aber nicht allzu viel Damage. Terrast du? Ich weiß gar nicht, was mein Terra ist. Gift! Ach so, ja dann. Machen wir das doch auch mal. Ja, mit Monte Carlo sollte ich nicht heran, weil der ist Elektro. Da habe ich keinen Step-Boost mehr. Steht in Feuer. Müsste doch neutral sein, oder? Ja. Und Gestein ist auch neutral. Ah, oh, komm! Flammenwurf. Nochmal Spukball. Brutgewalt, scheiße. Das könnte jetzt... Ist aber nicht sehr effektiv. Aber hat schon richtig viel Damage gemacht. Und ich mach fast gar nichts. Okay, weg. Gut. Ja, freut dich wie gesagt nicht zu früh. Ja. Ohohoho. Crit wäre jetzt, glaube ich... Oh, Crit, nice. Oh. Nice. Wehe sie halt auch aus. Nee, hat sie bei mir auch nicht gemacht. Ja. Flammenwurf. Filinara besiegt. Nice. Nichts verloren. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Das ging auch voll klar. Es ist vorbei. Das war's, Leute. Das war's in der Folge. Nein. Das noch nicht. Können uns ja dafür auch noch einen Raid holen. Ja, stimmt. Machen wir auch noch in der Folge. Ach nee. Nee. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Teamstar auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft das halt. Wenn man dermaßen krasses Show abzieht, wie wir, und den Bombern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben wir unsere Outfits, sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls ein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen riesen Tumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht Unrecht. Wir können nicht in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir. Ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Pick Boss. Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr.
dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang. Warum klingt das gerade wie ein Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So halte doch ein. Was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt komm schon. Bye, Leute. Danke für alles. Einfach so eine Stalkerin. So. Danke für alles, Kid. Label. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star und für mich. Aber nicht verzag, also Schelex mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen. Aber sie wollten nicht. Wie? Sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es in unserem Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt, und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Team... Nein, was bedeuten dir deine Freunde aus dem Team? Nichts. Sie sind mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke für deine ehrliche Antwort, Kusima. Antwort doch. Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Tada! Wow! Senior Direktor. No shit, Sherlock. So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Label. Was? Aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Der faule Sack, setz dich erstmal richtig hin. Schüler scheuen sich, Herr Meister, vor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von der Perücke ganz zu schweigen. Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Der Blick. Digga. Hey Big Boss, lang nicht gesehen. Intio. Ach, das warst du. Lol. Muss auch sagen. Lang nicht gesehen, wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Yesita. Welche Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Ja, man kann das so schnell nicht lesen, deswegen musst du auch schnell leihen. Ja. Also, Cosima, war dein echter Name richtig? Wie ist es dir so entgangen? Otito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen gemacht. Bla bla bla. Peter. Hey. Okay, Leute. Alle zusammen. 3, 2, 1. Hasta la vista. Ich hasse sowas, ja. Wenn man nicht... Ich den Text selber von dem Speed einstellen kann da. Erinnere mich daran, dass ich dir über die Große von Team Star nachher noch was erzähle. Das wollte ich dir vor Monaten erzählen, hab's immer vergessen. Die Große, die Weiße? Ja. Okay. Also dann, Cosima und ihr fünf Bosse.
Willst du es nicht in der Aufnahme sagen? Nee. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte. Und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss aller Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, Rosima, hast du das gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Clavel uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben, aber jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... wenn ich fortfahren dürfte. Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen in Uniform, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reih-Pokémon sowie heißbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren, etc. 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 Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtliche Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST... was? Das Star Training Center oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Kind in eure Verstecke einrollt. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftaktiken haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtung erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeiter. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich. Das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg. Das ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber solltest es auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr, es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Cosima. Wir werden zusammen zur Akademie gehen, dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon drüber geredet. Wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder nicht wahr? Leute. Kind, was hältst du davon? Klingt doch super. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern diese Versammlung.
Ja, endlich. Also, die reden immer viel zu lange. Könntest du bitte später mein Büro vorbeischauen? Nein. Nee, war ich nicht. Ich würde jetzt das... mein eigenes Team. Okay. Nein, okay. Wir gehen jetzt nicht ins Büro. Wir gehen jetzt erstmal den Raid holen und dann beenden wir die Folge. Eingangshalle. Ja. Machen wir nächste Folge mit dem Hurensohn da reden. Ey, Digga. Ich krieg grad so einen Kollaps, Alter. Echt so? Gegen die Mila müssen wir auch noch kämpfen. Komm hier Eis. Eieieiei. Hat viel zu lange gedauert. Ja, wir haben jetzt 16 Minuten lang nur geredet. Gottlos. Oh. Das ist schon ein Raid? Ich lauf gerade hin. Ich hab jetzt einen. Der erste. Ein Charlelos. Also ein Gastrodon am Ende. Nein! Schreibe ich mir schon mal auf. Ziemlich langer Widescreen habe ich da. Hatten wir das schon? Ilion nimmt das auf jeden Fall mit. Gladi oder Gardevoir sind richtig stark. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal, aber trotzdem. Charlelos wurde gefangen. Das ist sogar ein blaues. Ist das hell immer bei dem Widescreen? Scheiß Flashback immer wieder. Ja. Lol, ich hatte Charlelos noch nicht, aber ein Gastrodon. Was machen wir dann in der nächsten Folge? Da mit dem Typen da reden? Oder in dem Mila-Fight? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir machen erstmal den Mila-Fight, weil ich glaube, so bei dem Clavel geht's mit der Story vielleicht noch weiter. Da ist diese Folge doch noch eine halbe Stunde lang geworden. Heftig. Da steht schon die Mila, ich sehe sie schon. Fliegt man lieber außen rum. Ja, wäre scheiße, wenn die dich da irgendwie reinzieht. Gut, dann habe ich meinen auch. Dann können wir die Folge beenden. Jo, dann war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Schaut
bei Apfel vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.